Oh, ein Kratzbaum. Die hatten sogar eine Katze. Oh, nein. Ich vermisse Gizmo. Er war die beste Katze, die wir je hatten. Ich kann es nicht ertragen, seine alten Spielzeuge zu sehen. Mit diesem Laserpointer hat er am liebsten gespielt. Oh, Laserpointer. Schießt einen roten Laserstrahl. Coole Sache. Ja, vor kurzem ist ja bei uns hier auch was passiert. Und ja, ich kann ihren Schmerz verstehen, sage ich mal so. Ja, gehen wir denn am besten jetzt erstmal wieder rauf und geben den Laserpointer ab. Ich frage mich dennoch immer noch, was zum Henker will der Zwiebelheini denn bitte, Dankeschön, mit dem ganzen Zeugs? Also, das verstehe einer, wer will. Aber mal hoffen, dass das dann wirklich alles soweit richtig aufgeklärt wird. So. Mit denen kann ich, glaube ich, nichts machen, ne? Nö. Gut, wir sind jetzt wieder draußen. Sonst haben wir im Moment nichts zu machen. Ah doch, wir können das Haarfärbemittel einmal abgeben. Würde ich sagen, das machen wir einmal schnell. Die Haare blau färben. Ich muss mal sehen, dass ich mir demnächst mal wieder Haarfärbemittel ranhole. Das wäre auch so schön. Im Grunde kann man sagen, ich hatte schon einen kompletten Regenbogen auf dem Kopf. Nicht gleichzeitig, aber an sich. Damit die Farben richtig gut zur Geltung kommen, vorblondieren und dann immer rot und blau. Und grün ergab sich durch das eine Blau dann sogar mal selbst. Durch das Auswaschen. Du bist der Grauen. Du mit der grauenhaften Frisur. Hast du Haarfärbemittel? Aha. Vielen Dank, werter Knabe. Ich muss deine gute Tat erwidern. Keine Angst. Der große Edgar wird Ungeheuerlichkeit deine Frisur in Ordnung bringen. Schere. Schneidet einfach alles ab. Ah, oh, wir haben alle Hüte gefunden. Ja, Hüte. Alle Hüte. Zufrieden? Musste ja sein, schließlich war ich es, der große Edgar, der das Verbrechen, das dein Haar war, in Ordnung gebracht hat. Es scheint, als ob dein Haar dein größtes Verbrechen war. Wir sind jetzt eine Rübe mit Glatze. Auch gut. So, geben wir ab. Ja, der Laserpointer. Das letzte Teil meiner. Achso, der letzte Teil meines Masterplans. Aha. Du dachtest wirklich, ich würde dir die Besitzurkunde für dein Gewächshaus zurückgeben? Du bist wirklich ein Idiot. Genau wie dein Vater. Weißt du überhaupt, was sich unter deinem Gewächshaus befindet? Hä? Pff, das ist erbärmlich. Das Vermächtnis der. Rübetos. Rübetos? Keine Ahnung. Dieses Ding zu hinterlassen, geh mir aus den Augen. Ich wette selbst, der gefürchtete alte Mann Zitrone wird dir jetzt nicht helfen. Alter, gibst du mir gefälligst mein Haus zurück? Sag mal. Hallo, Junge. Nun, es ist wohl Zeit, dir die Wahrheit zu sagen. Aha. Dein Vater, Don Rübeto. Bürgermeister Zwiebel und ich kennen uns schon lange. Wir gehörten damals zur selben Verbrecherbande. Wir waren alle Mafiosi. Dein Vater war der Boss. Ich war sein Auftragskiller. Bürgermeister Zwiebel war sein Berater. Aha. Unsere Gesellschaft ist chaotisch. Wir haben keine Gesetze, keine Verantwortlichen. Es war der perfekte Zeitpunkt, die Kontrolle zu übernehmen. Aber wir hatten unsere Meinungsverschiedenheiten. Bürgermeister Zwiebel war getrieben von Gier. Er hatte seine eigenen Vorstellungen davon, wie die Stadt geführt werden sollte. Wir dachten, der schwingt nur große Reden. Wir hätten nicht gedacht, dass er so weit gehen würde. Er hat eine Regierung gebildet, uns den Rücken gekehrt und unseren Namen durch den Schmutz gezogen. Aha. Er wollte das, was wir unten in unserer Basis haben. Waffen, Reichtum, wir hatten alles. Aha. Ich dachte schon, dass er große Anstrengungen unternehmen würde. Ich fand den Tod deines Vaters immer verdächtig. Alter. Du dachtest, es geht um dein Gewächshaus? Söhnchen. Unter ihm befindet sich eine riesige Basis. Aha. Du musst jetzt gehen, dich dort hineinschleichen und Bürgermeister Zwiebel besiegen. Es bleibt nicht viel Zeit. Aha.
kannst meinen Geheimgang unter diesem Baum benutzen, aber beeil dich. Mach schon, Junge. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Tu es, bevor ich mir meine Gießkanne zurückhole und es selbst mache. Aha. Ja, ich weiß, dass du sie genommen hast. Ja, natürlich, wer auch sonst. Oh, das ist wirklich ein schönes Geheimversteck. So. Mysteriöse Mafia-Basis. Aha. Okay, wir können uns den Weg hier mal wieder durchbrennen. Ich möchte aber erstmal hier oben lang. Verzeihung. Wir Gemüse lernen schreiben. Wir schlau. Und ein Buch. Basic English for Big Dum-Dums. Grundlegendes Englisch für große Dum-Dums. Text Edition, ja, Steueredition. Marsh Wilson. Englischgrundlagen für große Dum-Dums, Steueredition. Aha, ja, weg damit. Mhm. Du hast das Buch zerstört, das alle gelehrt hat zu sprechen. War mir so klar, dass sowas jetzt kommen musste. So. Achso, ganz schnell hier durch. Okay, wie soll man denn so schnell hier durchkommen? So, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Hä, wie soll denn das so schnell gehen? Oh, Moment, ich bin doof. Ah, das geht ja auch noch. Zack. Hihihi. Hätte ich jetzt fast vergessen, dass das auch noch geht. Moment, schnell hier. So, ich brenne. Durch, durch. Ah, haha. Schön. Schön kreativ, muss ich sagen. Da oben links, da ist noch ein Fernseher. Gehen wir aber erstmal hier hin. Da möchte ich aber noch nicht hin. Oder? B2, Basement 2. Ja, genau. Mhm. The Lawyers to the Onion. Aha. Die Schichten der Zwiebel. Ach, Layers! Ja, gut. Das Manifest von Bürgermeister Zwiebel. Ja, stimmt, Lawyer wird ja mit W geschrieben. Aha. Ich habe die Worte des Tyrannen zerstört. Wozu ist diese Mafia überhaupt gut? Ich will reich werden und diese Versager werden mir nicht dabei helfen. Ich habe etwas über die Menschen und ihre Regierung gelernt. Vielleicht gründe ich meine eigene. Vielleicht kann ich Don überzeugen. Ja, anscheinend nicht, ne? Naja, Selbstbildnis. Mhm. Dann gehen wir mal hier lang. Ah, und das ist die Zitrone. Todesliste. Chat. Gewürzgang. General Grapefruit. Meine Frau. Nur Spaß, lol. Alter. Alter. Was geht bei dem ab? Okay, der General, die Gewürzgang und jemanden namens Chad. Es geht noch weiter runter. Oh, eine Atombombe! Oh, okay. Unseren Forschungen zufolge wurden alle Wesen, die vor uns auf diesem Planeten gelebt haben, durch diese Geräte zerstört. Wir müssen sie unschädlich machen, wenn wir unsere Zukunft schützen wollen. Ich werde Zwiebel damit beauftragen. Don. Ja, und wie man sieht, hat der andere Pläne. Moment. Ich lasse es lieber. Obwohl. Get nuked, kiddo. Destroyer of the world. Es tut mir leid, es musste sein. Ich habe die Welt zerstört. Ah, okay, da ist immerhin frei. Es musste leider sein. Es tut mir leid. Ah, okay, da unten gibt es sonst nichts weiter. Schön. Was machen wir jetzt am ehesten? Wir müssen hier einmal die Bombe haben, dann einmal hier die Melone, dorthin schieben, Bombe treten, bumm. Dann aber am besten wieder das hier, die Portale machen.
Bup. Dann hier das nächste. Ganz schnell anfackeln. Nein! Ah, und durch. Gut. Puh, fragt sich nur, wie ist jetzt Zwiebel hier durchgekommen? Obwohl, das ist der Hintereingang, stimmt. So, wollen wir sehen. Wir müssen da oben die Melone irgendwie hinschieben, aber auch die Bombe dann da. Ah, ich glaube, ich weiß schon wie. Mhm. So. So. Dann setzen wir hier nämlich gleich ein Portal hin. Ja, ist okay. Nein, nee, nein. Ah, Schande. Mann, jetzt versperrt mir das Portal den Weg. So, so, hier. Das hätte ich ja eigentlich schon mal machen können. Ups, jetzt bin ich da durch. Ah, schon wieder. Mann. So, jetzt. Und? Nein, nicht weggehen. Oh, war das knapp. Und, Schande, jetzt komme ich aber nicht mehr durch. Kann ich die eben... Okay, gut. Dann muss ich das Portal hier oben aber nochmal ein bisschen anders setzen. Am besten hier so hin. Da ist dann nicht ganz so dramatisch. So. Nein! Moment. Ach, so ein Mist, ey. Jetzt muss ich hier da wieder machen. Genau. Dann das Portal hier hin. Die Gießkanne da. Bup. Gießkanne da. So, jetzt aber. Jetzt ist ja nicht so schlimm. Jetzt kann ich auch so... Soll ich so tun? Bup. Aber gehen wir erstmal hier links lang. Oh, unsere Familie? Cool. Mal sehen, was hier denn steht. Aha. Dad, me. Mein überlebender Sohn. Wenn du das hier liest, bin ich wahrscheinlich schon seit einer... Seit einer Weile verfault. Seit einer Weile, würde ich schätzen. Verfault. Ich habe dir das Anwesen hinterlassen, aber ich fürchte Bürgermeister Zwiebel... Vergeltung. Aha. Bitte pass auf dich auf, pass auf dich und das Rüberto-Land auf. Es liegt jetzt an dir. Es tut mir leid, dass ich nicht bei dir war, als du dein zweites Blatt bekommst. Die Übersetzung ist gerade ein bisschen holprig, oder? Ach so, bekamst. Ja gut. Oder deine erste Gießkanne hielst. Ich werde dich vermissen, Sohn. Du wirst der größte Gangster von uns allen sein. Ich weiß, dass du den Namen Rüberto Ehre machen wirst. PS, zerstöre diesen Brief. Wir wollen nicht, dass das FA ihn sieht. Ich liebe dich, mein Sohn. Don Rüberto. So. Den Brief vom Papa zerstört. Ah gut, ich dachte eben schon, ich komme da nicht mehr durch. So, und jetzt müssten wir ja oben rauskommen. Da. Du hältst dich wohl für ganz clever, was? Du bist so schnell hier... Wie bist du so schnell hierher gekommen? Haut ihn um, ihr idiotischen Radieschen. Was zum... Du blöder Baba Ganoush. Das ist Körperverletzung. Was heißt denn Baba Ganoush? Hä? Mir reicht's, ich hab genug von deinem Unsinn. Heute Nacht wirst du dir die Radieschen von unten ansehen. Korrupte politische Macht. Verwandeln. Ihhh. Korrupte Zwiebel, die Macht treibt ihn in den Wahnsinn. Alter, dafür der Laserpointer. Okay, wenn er kurz angegriffen hat, haben wir Zeit. Ihhh, er kotzt einen voll. Au. Schnell ausweichen. Nein. Ah, Schande. Ah. Ist das eklig. Jetzt ausweichen. Gut.
Ja, jetzt schlägt er. Das kann ich so tun. Er kotzt, okay. Dann kommt er wieder an mich zu. Gerannt auf mich zu. War doch immer. Okay. Ausweichen! Ho, ho, ho. Ja, gleich hab ihn. Gleich, gleich. Dich? Ho! Ja! Du hast Steuerhinterziehung begangen. Termit Boy. Korrupte Zwiebel. Ha, dachtest du, du hättest gewonnen? Dachtest du, du hättest mich in unserem kleinen Spiel hier geschlagen? Aha. Glaubst du, ich hätte nicht bemerkt, dass du jedes einzelne Registrierungsdokument vernichtet hast? Ich habe noch einen letzten Trick im Ärmel. Ist er dir in meiner Basis unten aufgefallen? Ja, es ist die Atombombe. Die Atombombe, von der dein Vater wollte, dass ich sie deaktiviere. Dein Vater war ein Versager. Er hielt es für zu gefährlich, sie zu behalten. Deshalb bat er mich, dafür zu sorgen, dass sie niemand benutzen wird. Aber jetzt, wo er nicht mehr im Bild ist... Lass dich atomisieren, Kleiner. Und jetzt? Es speichert. Alan. Kleine Rübe, kleine Rübe. Kannst du mich hören? Wach auf. Ach, du Schande. Wach auf, kleine Rübe. Ich glaube, wir haben die Atmosphäre verlassen. Oh! Zwiebelgott wurde... Oh, Alter. Ah, endlich, kleine Rübe. Ich bin aufgestiegen. Ich bin zu einer unaufhaltsamen Macht geworden. Mächtiger als die Pilzriesen der Vergangenheit. Ich werde der Welt die Besteuerung bringen. Nein, dem Universum. In allen Galaxien wird es Besteuerung ohne Vertretung geben. Auf Wiedersehen, kleine Rübe. Es ist Zeit für dich zu sterben. Oh, Pilz, was ist das für ein Ding? Ha! Kleine Rübe, geh und finde den Rest des FA. Ich sitze hier fest. Und sie sind unsere beste Chance. Geräumiges Gefilde. Ach, du Heilige. Oh Gott, oh Gott. Hilfe! Hilfe doch! Chat. Heilige Pilze, kleine Rübe, was haben wir getan? Aha. Wir haben Bürgermeister Zwiebel geholfen, dieses Ding zu werden. Ich muss etwas tun. Etwas Heldenhaftes. Etwas wirklich Cooles. Ach, das ist Chat. Den hätte er umbringen sollen. Mhm. Schnell, tritt die Bummblume zu mir. Ich kann versuchen, ihn damit zu treffen. Denk daran, kleine Rübe. Sei nicht die Rübe, die an Chat glaubt. Sei die Rübe, die an kleine Rübe glaubt. Hä? Tut mir leid. Die Sendung kam 2007 raus. Moment, hier. So, und zack. Boom. Er hat sich geopfert. Du schaffst das, kleine Rübe. Oh. Oh nein, er hat sich geopfert für uns. Alter Falter. So, schnell hier rüber alles abfackeln. Der mit seinen Atomgabeln. So. Herzen, Herzen, Herzen. Nein, nicht mich ankotzen. Gut, dass wir das eben noch bekommen haben. Was machst du hier? Geh und finde das FA. Ja doch, ja doch, ja doch. Aber ich wollte dich ja auch erstmal da rausholen. Oh je, aber was sollen wir jetzt machen? Okay, hier ist eine Bombe. Die können wir dann wahrscheinlich da oben. Zack. Gut. Was bist du? Feuer. Okay, komm her. Ah, Schande. Da ist wieder eine Bombe. Da ist eine Melone. So, hier, Melone. Runterschieben. Dahin. Und dann können wir da links die Bombe hintreten. Okay. Oh, da ist er. Hallo, junge Rübe. Achso, Raphael. Ich habe gesehen, was Chat getan hat. Sehr mutig. Ich werde das gleiche tun. Gib mir die Bombenblume.
Oh. Och Mann, die opfern sich alle. Los, junge Rübe, du musst die Welt retten. Ja, was sollen wir jetzt noch machen? Oh. Was bleibt uns jetzt noch zu tun? Oh, er ist frei, okay. Ich bin endlich aus diesem Gewächshaus raus. Aber ich habe gesehen, was Chad und Raphael getan haben. Aha. Es scheint, als würde dieser Freak schwächer werden. Aber das ist nicht mein Problem. Du kannst dich selbst verteidigen. Ich schwöre beim Pilz. Tritt ja nicht die Bohmblume zu mir. Kumpel, was soll das? Ich habe das Universum davor bewahrt, besteuert zu werden. Da, die Sonne, wie die eben geguckt hat. Ganz traurig, da auch. Ja! Eigentumsanspruch und Besitzurkunde. Dies bescheinigt, dass sich das Gewächshaus im Besitz von Kleine Rübe befindet. Bürgermeister Zwiebel, der Bürgermeister und die Regierung. Also alles, was jetzt eine Regierung ausmacht, wird vernichtet. Die eigene Besitzurkunde zerstört. Und jedes einzelne Dokument haben wir jetzt zerstört. Wir sind durch? Oh, das war ein kurzes Spiel. Seeds within will sing our hearts out loud, world spinning, cause the worst parts past, we're breathing still, so we fight through the woods, the violence of history, we're speaking in ellipses, secret is to try doing good, leave those snails alone, they got problems of their own, make your mark. For a paste of friends and family makeup, fertile wood at heart, fertile wood at heart, fertile wood at heart, fertile wood at heart, fertile wood at heart. You won't pay our taxes, we got rent, we got bills, there's layers to the onion. Layers to the onion and his bureaucratic thrills. All your flora, all your fauna, let us venture through the land to take down Mayor Onion and all his thieving plans. Oh, das war echt ein schönes Ende jetzt. Hat mir sehr gut gefallen, das Spiel. Wirklich sehr. Leider ein bisschen kurz für meinen Geschmack, aber das macht ja nichts. Es war trotzdem sehr, sehr schön. Ente? Oh, das hätte ich so gerne als Bildschirmschoner. Auch wenn ich das vorhin gar nicht nutze. Wir können jetzt auf B drücken und zurückgehen. Ah. Aber ein bisschen was haben wir ja noch zu tun.